Nach einer Fraktur, also einem Knochenbruch, erfolgt üblicherweise eine Osteosynthese, also die operative Stabilisierung mittels Marknagel, Schrauben, Platte oder einer Kombination dieser OP-Techniken. Oder die Fraktur wird in einer Schiene ruhig gestellt und soll dann ohne OP zur Ausheilung kommen. Und danach erwarten eigentlich alle Beteiligten, dass sich nach 4, 5, 6, 7 bis 8 Wochen eine zunehmende knöcherne Durchbauung im Frakturspalt einstellt. Nach 2 bis 4 Monaten ist die Fraktur dann stabil verknöchert. Manchmal werden danach die metallischen Implantate entfernt. Das ist der ideale Verlauf und den beobachtet man allgemein in 90 bis 95% der Fälle, während die übrigen Probleme bereiten. Also je nach Frakturlokalisation und Schweregrad würde man nach 2 bis 4 Monaten ohne überzeugenden Knochenheilungsfortschritt von einer verzögerten Frakturheilung sprechen und die Entwicklung hin zu einer knöchernen Fehlheilung befürchten. Eine solche, auch Pseudarthrose genannt, ist definiert durch den Umstand, dass nach ungefähr 4 bis 6 Monaten der Knochenstoffwechsel noch auf der Stelle tritt und ein weiterer Durchbruch eigentlich nicht mehr zu erwarten ist. Und das ist das Beispiel einer ehemals geschlossenen Unterarmfraktur, beide Knochen plattenosteosynthetisch versorgt. Jetzt 6 Monate postoperativ sehen wir an der Ulna einen völlig normalen Knochenheilungsverlauf. Diese Fraktur gilt als verheilt. Am Radius hingegen, diese Schrägfraktur, ist definitiv nicht verheilt, trotz liegender, stabiler Osteosynthese. Und vom zeitlichen Verlauf her betrachtet, befinden wir uns hier im Stadium einer echten Pseudarthrose. Für die betroffenen Patienten sind solche Frakturheilungsstörungen vergesellschaftet mit Belastungsschmerzen, vielleicht Gehbeschwerden, Gelenkfunktionsstörungen und oft auch Arbeitsunfähigkeit. Therapeutisch in Frage kommt jetzt die erneute operative Therapie, die vom Ausmaß her den der ersten OP oft deutlich übertrifft. Alternativ dazu tritt die extrakorporale Stoßwellentherapie auf den Plan. In diesem Behandlungsraum geht es ausschließlich um die Behandlung langer Röhrenknochen, also tiefliegender großer Knochen mit entsprechenden Knochenheilungsstörungen, wie an diesem Beispiel einer Femurpseudarthrose bei liegendem Marknagel, Frakturalter 6 Monate, definitiv Knöcher nicht verheilt mit allen Beschwerden. Dieser Patient liegt jetzt hier modellhaft auf meiner Behandlungsliege. Und hier habe ich schon mal ein Modell hingelegt. Das ist ein Knüppel aus dem Wald mit einem reingesägten Frakturspalt. Ich gehe mit dem Applikator meines Großgerätes in grober Richtung auf die Körperoberfläche, schaffe Kontakt durch Ultraschallgel, habe bereits einen Inline-Ultraschallortungsschwinger hier eingeführt, fahre den jetzt auf die entsprechende Bildtiefe herunter und kann an meinem Ultraschallmonitor bereits dokumentieren, dass ich mit dem Fadenkreuz exakt im Frakturspalt bin. Das bin ich jetzt natürlich an diesem Bild nicht, weil es sich hier um einen Knüppel handelt. Aber sobald ich das scharf eingestellt habe und alles deckungsgleich ist, beginne ich mit der Therapie. Und das beginnt jetzt direkt in einem hochenergetischen Modus. So schießen jetzt die Stoßwellen durch das Wasserbad, durch die Körperoberfläche, mitten in den Frakturspalt und erreicht den knöchernen Markraum. Die Stoßwellentherapie zur Knochenstoffwechselstimulation bei Frakturheilungsstörung gehört zu den klassischsten Stoßwellentherapie-Indikationen. Der Wirkmechanismus ist bestens erforscht. Hier kommen dann ausschließlich gebündelte, also fokussierte und hochenergetische, also deutlich spürbarere Stoßwellen zum Einsatz. Diese werden direkt in den Bruchspalt und dementsprechend in das Knochenmark der Frakturzone geschossen. Dabei müssen aufwendige technische Zielortungs- und Stoßwellennavigationsgerätschaften eingesetzt werden. Das vor allem dann, wenn der betroffene Knochenbruch sich in tieferen Körperregionen anstatt oberflächlich direkt unter der Haut befindet. Die Erfolgsrate sollte unserem Anspruch folgend immer über 70% liegen, was als wirklich gute Quote für eine derart nebenwirkungsarme, nicht operative Therapie zu bezeichnen ist.